bin Yves Klein, zuständig für Schließfächer in der Helvetia Bank Zürich. Ist die Miete 30 Tage nicht bezahlt, ermittle ich den Eigentümer des Safe-Inhaltes. Dr. Jenny, Herr Komoron, Regula. Safe Nummer 347 wurde vor 15 Monaten von Klaus Becker aus Garmisch-Partenkirchen gemietet und für ein Jahr bezahlt. Die Miete ist seit 70 Tagen überfällig. Schriftliche Mahnungen sind als unzustellbar wieder zurückgekommen. Nachforschungen bei Behörden und Ämtern verliefen bisher ergebnislos. Ja? Gut, stellen Sie durch. Frank, hier ist Yves, grüß dich. Ja, gut geht's dir auch. Du, Frank, ich brauch mal wieder deinen Rat. Nein, etwas Chemisches. Pass mal auf. Was ist Dimethylaminocyanphosphorsäureethylester? Eine furchtbare Sprache habt ihr Chemiker. Nein, nein, keine Sorge, das steht hier nur in einem Buch. Tabun? Ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist doch ein Giftgas, oder? Marie, ich bin im Schlafzimmer. Ich denke, du bist im Theater. Diese bescheuerte Kuh. Heute auf der Ensemblesitzung werden ich und die Lehmann als Antigone vorgeschlagen. Ehe ich noch was sagen kann, springt sie auf und erklärt vor allen Leuten, warum sie die bessere Antigone ist. Und ich sei eine langweilige, konventionelle Besetzung. Klein, zart und zerbrechlich. Da habe ich ja eine gescheuert. Was hast du? Sie hat aber zurückgeschlagen. Das gibt's nicht. Tabun und Sarin sind ja seit Jahrzehnten bekannt. Für Militärs und Geheimdienst ist das nicht interessant? Damals natürlich. 1936, als das hier aufgeschrieben worden ist, ja, da war das top secret. Aber heute stellen es alle hier. Russen, Amerikaner, Chinesen. Heute gibt es weit giftigere Sachen, viel schlimmere. Die ausreichen, die ganze Menschheit auszurotten. Bin ich froh, dass der Frank nicht mehr Chemiker ist. Nur stell dir vor, der eigene Mann entwickelt Giftgase. Nun bleib doch mal sachlich. Ach, lass sie doch. Na komm, Annemarie. Es sind doch immer wieder Männer, die sich für dieses entsetzliche Zeug interessieren. Dann lieber Kochtopf als Giftgas. Komm, wir machen was Neues. Na, eigentlich haben Sie ja recht. Natürlich haben Sie recht. Du, ich habe ja noch etwas, was ich dir zeigen wollte. Hast du eine Ahnung, was das sein kann? Eve. Ich habe zwar sowas noch nie in der Hand gehabt, aber ich möchte wetten, das ist ein Igmeralt. Ein was?
Ein Ikmerald, ein synthetischer Smaragd. Die Dinger sind 1 Million wert. Was soll denn daran so wertvoll sein? Stammt das aus dem Grab von Tutanchamun? Nein, aus Bitterfeld. Ach, hören Sie mal, machen Sie keinen Quiz mit mir. Es sind synthetische Smaragde, sogenannte Igmaralde. Vor 50 Jahren bei den IG Farben in Bitterfeld hergestellt. Wahrscheinlich die einzigen, die noch existieren. Ja, aber künstliche Edelsteine sind doch nicht besonders wertvoll. Diese schon. Ich habe sie untersuchen lassen im Institut für Kristallographie. Sie verhalten sich wie natürliche Steine. Wenn sie geschliffen sind, kann man sie von echten nicht mehr unterscheiden. Und in dieser Größe sind sie 10-mal so viel wert wie Brillanten. So viel Geld für ein bisschen grünes Glas? Auf der Straße würde man sich danach nicht mal bücken. Smaragde und Giftgasprotokolle gehören wahrscheinlich zusammen, da sie beide aus IG Farbenfabriken stammen. Möglicherweise hat Becker in der Giftfabrik gearbeitet. Sie lag in der Nähe von Breslau und gegen Kriegsende in Bitterfeld. Und nach dem Krieg? Gegen Kriegsende sind die Amerikaner bis nach Ostdeutschland gekommen. Bitterfeld war von Amerikanern besetzt. Aber nur bis Juli 45, dann haben sie Sachsen und Thüringen wieder für die Russen geräumt. Ja, und? Etliche der deutschen Spezialisten haben sich mit ihnen nach dem Westen abgesetzt. Und Sie meinen Becker auch? Möglich wär's. Als Spezialist für chemische Kampfstoffe haben ihn die Amerikaner vielleicht brauchen können. Unter Umständen muss man ihn sogar in den USA suchen. Ich würde erst mal in Garmisch-Partenkirchen nachforschen. Becker, Becker, Klaus. Sein Allerweltsname. Es können viele gewesen sein. Nein, ich kann mich an keinen erinnern. Aber vielleicht früher? Ich meine, er müsste längere Zeit oder auch öfter hier gewohnt haben. Nein, nein, wenn er Stammgast gewesen wäre, dann würde ich ihn kennen. Sind Sie schon länger hier im Hotel? Ja, seit die Amerikaner weg sind. Aha, wieso Amerikaner? Ja, weil das hier das Recreation Center der Amerikaner gewesen ist. Ach so, und dann haben Sie es übernommen? Wir haben es erst mal renovieren und umbauen müssen. Was glauben Sie, wie das hier ausgeschaut hat? Entschuldigen Sie mich für einen Moment. Ja, bitte. Ist es nicht traumhaft schön hier? Dieses Hotel war früher von den Amerikanern belegt als Recreation Center. Hier könnte ich mich auch gut erholen. Wenn Becker hier gelebt hat, muss er doch was mit den Amerikanern zu tun gehabt haben. Weißt du was? Für heute vergisst du mal diesen blöden Becker und die Amerikaner und machst mit mir Recreation. Gute Idee. Grüß Gott zusammen. Grüß Gott. Was darf es denn sein, bitte? Oh, entschuldigen Sie, wir haben noch gar nicht gewählt.